So, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar möchte ich heute nur kurz ein Gadget vorstellen. Ist ja für den einen oder anderen interessant. Die einen oder anderen kennen schon oder haben sogar schon. Wie gesagt, ich habe hier die Lumix GH4 von Panasonic. Und der ein oder andere möchte natürlich auf Portalen wie Facebook, YouTube, Instagram, keine Ahnung, auf Twitch streamen. Und ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr während des Streams eure Batterie wechseln müsst oder so und dafür extra den Stream abbrechen müsst. Wie gesagt, oder ihr müsst, oder ihr habt keine Lust, immer Batterien zu laden. Und ja, dafür gibt es dann ein Teil, das ihr Dauerstrom habt. Das Teil nennt sich AC. Ihr gebt einfach immer in Amazon oder so euren Namen der Kamera ein, okay, und dann AC-Adapter. Das Ganze ist ein Dauerstromadapter. Das erste Teil von dem Ding sieht aus wie eine Batterie, wo ein Kabel dann rausläuft, was natürlich dann zur Steckdose geht. Das könnt ihr einstecken. Das sind auch, ich würde mal sagen, originale Teile davon, weil es gibt immer schon eine Vorrichtung für die Kameras natürlich, dass man das Kabel da so rausmachen kann. Da könnt ihr so ein kleines Ding, Gummiteil rausziehen und dann könnt ihr da das Kabel rauslegen. Wie gesagt, der Adapter, den schließt ihr dann an. Okay, das sind so zwei Teile. Schließt ihr zusammen und das Ganze dann in die Steckdose, also echt simpel. Und dann habt ihr an eurer Kamera Dauerstrom. Ganz wichtig für den einen oder anderen. Es ist auch nervig, wenn ihr Videos zu Hause aufnehmt und ja, eure Kamera leer wird oder so. Ich meine, Batterien braucht ihr dann nur noch, wenn ihr unterwegs seid oder so. Und dann könnt ihr eure Videos aufnehmen mit Dauerstrom oder streamen auf Dauerstrom. Ganz wichtig, wie gesagt, wer das Teil noch nicht hat, gönnt es euch. Ich habe Amazon Prime, das Ding war innerhalb von einem Tag da. Versandkostenfrei. Wie gesagt, könnt ihr ganz einfach auf Amazon holen. Da gab es eins für 20 Euro, eins für 13 Euro. Und ja, also Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich auf YouTube und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.